Viele Revit-Anwender sind genervt von der Suche nach Familien- und Bibliotheksbauteilen. Wo liegen diese? Auf dem Server, auf dem Rechner? In welchem Verzeichnis liegen Tische, Fenster, Türen, Außenbauteile, Autos, Personen und so weiter? Auf meinem Arbeitsplatz, das sehen Sie oben rechts, sind es knapp 6000 Familien. Das ist die Autodesk-Bibliothek und die Bibliothek von Mensch und Maschine, die im BIM Booster mit enthalten ist. Aus diesen Daten suche ich eben Familien und das manuell zu tun wäre sehr aufwendig und lästig und deshalb, wie Sie hier schon sehen, eine elegante, schnelle, flexible Suche mit dem BIM Booster im Praxispaket Architektur. Auch nach einzelnen Typen kann gesucht werden, wie man hier sieht, oder sogar neue Türgrößen angelegt werden. Dazu brauche ich also nicht die Familie editieren. Das kann ich direkt hier in unserem Tool mit erledigen. Für die Suche kann ich die bewährten Filterfunktionen nutzen, die Sie bereits aus der Auswertung oder der Kalkulation kennen. Wie man hier aber sieht, kann ich auch oben globale Filter eintragen und so nach Kategorien, Namenskonventionen, Dateinamen, Verzeichnisnamen, alle Eigenschaften, alle Spalten werden mit in die Suche einbezogen. Unsere Kunden hatten auch den Wunsch nach Pixeldaten zu suchen, deshalb haben wir auch noch die Pixelbildersuche hier integriert. So kann ich auch hier ganz bequem nach verschiedenen Daten suchen, die ich im Revit verwenden möchte, wie hier zum Beispiel diese Personen. Nun ist es auch möglich, eigene Suchtext zu vergeben. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, hier zum Beispiel als Schlüsselwort, Kommentar oder Autor, wie auch immer, mir Namenskonventionen selber zu überlegen, eigenen Text zu vergeben. Es wäre auch möglich, eigene Spalten hier anzulegen, also eigene Suchattribute zu definieren. Und ich trage hier zum Beispiel ein, dass ich eben diese Personen, die ich jetzt hier definiert habe, für eine Eingabeplanung verwenden möchte. Also, dann könnte ich bei der nächsten Suche Eingabeplanung eingeben und ich würde dann eben nur noch die Personen als Pixelgrafiken sehen, die den Tag Eingabeplanung erhalten haben. Ein Highlight für unsere Kunden aus dem Werkzeug Bibliotheken und Projekte ist eben auch die Projektsuche. So kann ich hier sehr schnell auch nach Projekten suchen, als Projektbrowser sozusagen verwenden. Ich kann nach Autoren suchen, nach Datum, alle Projekte aus einem bestimmten Jahr, in einem bestimmten Zeitraum, von einem bestimmten Autor, Industriebauprojekte, Wohnbauprojekte etc. Und nachdem ich eben diese Projekte gefiltert habe, habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Projektlisten zu erstellen. Sogar ein Vorschaubild der Projektübersicht kann mit eingebunden werden. Wenn Sie also bei Ihrer täglichen Arbeit auf der Suche nach Bibliotheken, Familien und Projekte Zeit sparen möchten, haben wir genau das richtige Werkzeug für Sie.